Doki. Wie sieht es aus? Der Wochenrückblick? Sind wir bereit, Fabian Unterrecker? Prima. Hat es Tier drin jetzt oder ist das vegan, was jetzt gerade kommt? Nein, wir haben es jetzt gereinigt. Es gibt ein bisschen Alk drin. Okay, das akzeptieren wir. Zum Glück ist Freitag. Mit dem Fabian Unterrecker. Das Bundesamt für Gesundheit sagt, wenn ihr einmal im Monat 4 bis 5 Bier nehmt, ein paar Bierchen zu viel, dann gehen ihr schon als Rauschtrinker durch. Fragen wir mal die Sportler in dieser Runde. Wie macht man es besser, Simon Amann? Einmal im Monat, so während der Vier-Schanzen-Tournee, trinke ich häufig bis zu 3 Flaschen Rimus und 6 Klausthaler heim oben. Und das täglich. Aber halt, mein Klausthaler Rimus, das hat ja gar keinen Alkohol. Stimmt, aber Kopfenteli, wenn ich Alkohol kaufe, glaubt mir an der Kasse eh niemand, dass ich schon 16 bin. Was meinst du, wie häufig ich es versucht habe, gerade heute auf SRF wieder den scheiß Super-Zehnkampf von der Sporthilfe da der Schweizer läuft. Das halte ich schon nüchtern ja gar nicht aus. Und gleich musst du mitmachen, damit dir die Sporthilfe ein paar Stutz für warme Unterhosen im Winter gibt. Frau Fetsch, Sie sind ja, also Sie sehen ja mindestens aus wie, sagen wir mal, 24. Könnten Sie mir nicht aus der Kantine 1, 2 Fläschchen? Ich mache das sehr gerne, Simi, wenn du mal groß bist. Gell? Roger Federer, Rausch und Zaufen kennen Sie sicher nicht, oder? Ja gut, oder die Frage ist, gilt das nur für Bier? Also, die Mirk und ich trinken pro Oben, wenn die 4 Nannys unsere 6 Kinder sind. Sind nur 4. Na gut, ist egal, oder? Also, am Oben trinken wir so eine Flasche Dom Perignon, oder? Und dann echt Rothschild. Aber ich weiss nicht, ob das gleich viel ist wie 4 Bier, oder? Da müssen Sie schon den Stan Wawrinka fragen, oder? Der ist erfahren mit Fussel, wo er in seinem Wohnwagen im Welschen sauft, oder? Anderes Thema diese Woche. Im Kanton Zürich wird Sozialhilfebezüger verboten, ein eigenes Auto. Ist das populistisch oder richtig, Roger Krüppel? Gut, vorweg, richtig ist dort hin, wo du mit dem Auto fährst. Um was geht's? Wir von der Weltwoche haben recherchiert und zeigen in der nächsten Ausgabe, dass in der Stadt Zürich zahlreiche weitere Sachen aus der Sozialhilfe gestrichen werden. Dazu gehören Espressomaschinen, Ultraschallzahnbürsten, Dyson-Staubsauger, E-Zigaretten, Vibratoren, Defibrillatoren, Rollatoren und auch singende Hello Kitty-Bilderbücher. Bei Wiederhandlungen gegen diese Verbote gibt es ein strafes Weltwochenabo integral in der Sozialrente. Mona. Ja, gut. Basti, sorry, wir wären eigentlich fertig. Nein, wie gesagt, ich habe eine Frage. Wie sollte ich denn jetzt künftig zu meinen Auftritten im Entlebuch reisen? So ganz ohne Sozialamt BMW? Zum Glück ist Freitag.